Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Unpacking von mir. Mit diesem Unpacking hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht gerechnet. Ich bin ja gerade am Überlegen, ist das überhaupt Diamond Art Club? Es ist so anders verpackt. Oder habe ich noch was anderes bestellt? Aber ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste. Auf jeden Fall sieht es sehr nach einem Diamond Painting aus. Wir schauen einfach mal rein. Von der Größe her ist es Diamond Art Club. Ja, es ist Diamond Art Club. Ich weiß nicht, warum das jetzt anders bezeichnet wurde da. Ich würde auch sagen, ich habe sonst nichts mehr bestellt. Irgendwann muss ja auch mal Pause sein, ne? Ja. Das ist das gute Stück. Es ist diesmal mit runden Steinen. Das kann man sich aber ja bei Diamond Art Club leider nicht aussuchen. Aber ich fand das Bild von Anfang an direkt schön. Und ja, ich hoffe, es gefällt mir auch im Original. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Aber eins muss ich sagen, ich hatte das als einziges Bild bestellt und dann Versand bezahlt, aber halt gesammelte Punkte mit angesetzt. Und das war jetzt wohl über Express versandt worden. Und ich habe das erst letzte Woche Samstag bestellt und heute ist auch Samstag, also genau eine Woche. Also das ist echt schon Hammer, ne? Ja, wir schauen da mal rein. Ist auch kein ganz so kleines. Es ist auch ein neues, also ein New Release von letzter Woche. Uiuiui, so groß dachte ich gar nicht, dass es wäre. Da ist das der kleine Aufkleber, wie immer. Ja, so große Bilder wollte ich doch gar nicht mehr. Ja, ich zeige es euch erstmal in klein. Drawn to the Light bei Bruce Lakowka. Es hat 55,8 x 70,6. Oh Gott, 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 Gott. Aber ich habe mich gleich verliebt. Das ist ein Wolfsbild. Wir schauen uns aber erstmal das Titel an. Ui. Habe ich denn diesmal einen heilen Coverminder? Ja, diesmal ist er heile. Eine Wassermelone. Cool. Kommt gleich an meine Wand. Oh, die haben zwei Vierersetzer. Sage ich nicht nein zu. Das sind nämlich die, die ich am meisten benutze. Den Siebener benutze ich eigentlich selten. Dann Zipbeutel, passend zum Wolf sozusagen. Washi-Tape. Wachs. Und einen coolen Stift. Also in Braun habe ich wirklich noch keinen. Eigentlich müsste ich die doch mal sammeln. Die verschiedenen Farben. Wäre vielleicht nochmal eine Idee. Hätte ich bloß früher drauf kommen müssen. Weil viele sind jetzt ja schon entsorgt worden von mir. Ich krieg den gar nicht drauf. Der Washi-Tape will... Ach, der Washi-Tape, der Squishy will nicht. Der will da einfach nicht drauf. Vielleicht mache ich ihn noch kaputt. So, das ist er auf jeden Fall. Und ein Schiffchen mit Stöpsel. So. Ja, meine Coverminder-Sammlung von Diamond Art Club wird auch immer größer. So, und dann schauen wir uns noch mal das große Stück an. Das gute Stück. Ich bin ja jetzt hier so ein bisschen von rund ab. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie ich das finde. So. Soll, glaube ich, auch eine Indianerin sein, ne? Zeige ich das Bild jetzt auch erst noch mal in groß. Also ich fand das auch cool, auch von den
von dem Wald im Hintergrund, ne? Von den Bäumen. Ja, das ist der gute Stuhl. Ich komme hier gar nicht klar mit dem Platz. Boah, der Wolf. Ich mach das mal eben weg. Der Wolf, guckt euch den mal an. Hier mit den Tannen oder Bäumen im Hintergrund. Das hat mir einfach total gut gefallen. Was jetzt nicht so meins ist, ist der lila Touch und dass es doch wohl eine Indianerin ist. Das hatte ich vorher gar nicht so wahrgenommen. Ist auf jeden Fall ein Rund. Klebekraft ist gut. Ah, der Wolf ist cool, ne? Sind da vielleicht ABs drin in dem Wolf, in den Augen? Nee, das ist kein AB. Aber der weiße, das ist AB. Der Punkt im Auge. Ja, das Ganze hat ganze 75 Farben und 4 AB-Farben. Ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und ja, schreibt mir gerne mal, wie ihr das Bild findet. Aber ich bin ja, seitdem ich vor ein paar Wochen dieses Wolfsbild von Dreamer Design beendet habe, das sieht so toll aus im Wohnzimmer. Und ja, das ist auf jeden Fall das gute Stück. Es heißt Drawn to the Light bei Bruce Lakowka. Wie gesagt, es hat 55,8 mal 70,6. Ich weiß auch nicht, warum die das jetzt immer so komisch bezeichnen, aber es ist echt cool, ne? Mit dem Wolf und dann den Tannen oder den Bäumen dahinter. Also es kommt bestimmt cool raus. Ja, das ist auf jeden Fall mein Neuzugang, den ich euch zeigen wollte. Ja, auf die Farben braucht man, glaube ich, nicht großartig eingehen. Da ist alles mit bei, was geht. Als ABs sind die 101 in hellblau, die 119 in Flieder, die 131 in gelb und die 141 in weiß. Ja, gefällt mir auf jeden Fall gut. Aber es ist jetzt ehrlich gesagt kein Bild, wo ich sofort zugreifen würde. Ich hoffe, das kommt noch. Das hoffe ich sehr. Ja, das ist auf jeden Fall das gute Stück. Ich weiß auch gar nicht, ob es heute gar keine neuen Bilder gibt. Sonst konnte man das bei Instagram immer über die Woche hinweg schon sehen. Und diesmal habe ich da keine Vorschau gefunden. Aber ja, werde ich ja sehen. Aber ich habe jetzt eigentlich auch erstmal genug. Und ja, schreibt mir gerne, wie ihr das Bild findet. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, tschüss!